Wir sind angekommen im schönen Ludwigshafen bei dem Arzt meines Vertrauens, Dr. Majewski. Den Namen sollst du dir schon merken, wenn du von ihm angeblich das Attest haben möchtest, dass du nicht mitlaufen kannst. Dein Name ist ja Schall und Rauch, Hauptsache er unterschreibt das und es ist ordnungsgemäß ausgefüllt. Der will dich ja komplett durchchecken oder vielmehr uns komplett durchchecken. Und wie das Ganze vonstatten geht, das werden wir jetzt merken. Guck mal, ist doch hübsch hier. Ja, guck mal, alle nüchtern, das wäre dann fast nach Dienstag ein bisschen anders gewesen. Habt ihr gefeiert? Ja, man hört schon, das war anders. Ist das schon der Herr Doktor hier? Geht schon los. Guten Tag. Hallo Herr Doktor, hallo Kunze. Guten Tag Herr Kunze. Das ist Nadja. Hallo, guten Tag. Nadja, herzlich willkommen. Haben Sie jetzt schon Zeit für uns direkt durchzuchecken? Aber selbstverständlich. Herr Majewski, wir sind jetzt im Sprechzimmer. Wie geht das jetzt vonstatten? Es geht ja darum, wir sollen beide auf Tauglichkeit überprüft werden, dass wir Marathon laufen können, beziehungsweise sollen Sie mir bescheinigen, dass ich nicht laufen kann. Müssen wir uns jetzt dazu ausziehen oder welche Tests werden Sie jetzt mit uns machen? Ich habe Sie jetzt erst 5 Minuten gesehen und kann Ihnen Folgendes dazu sagen. Wer als Uhu auf die Welt kommt, kann nicht als Nachtigall sterben. Ja, gut, das ist ja schon mal... Eine klare Ansage. Ich will natürlich erstmal Ihr Motiv wissen, warum Sie gerade Marathon laufen. Oder wollen Sie es fahren oder schwimmen? Also ich will es ja prinzipiell gar nicht. Ich soll es tun. Also, aber Nadja hat gesagt, warum wollen wir Marathon laufen? Warum wollen wir Marathon laufen? Gucken Sie sich einfach mal Kunzilein an. Der war ja jetzt vor gut einer Woche im Big Brother Haus und musste dort ein sportliches Match über sich ergehen lassen. Und danach haben seine Lungen so dermaßen gepfiffen und er war so völlig außer Atem und völlig benommen, lag er dann auf seinem Lager, dass ich dann irgendwann gesagt habe, so jetzt ist auch mal Feierabend, der muss jetzt mal was für seine Gesundheit tun, das kann ja kein Mensch mehr mit ansehen. Und da ich aus eigener Erfahrung weiß, es ist immer gut, wenn man ein Ziel vor Augen hat, ja, worauf man hintrainieren kann, habe ich gesagt, melden wir uns jetzt mal für einen Halbmarathon an, dann kommt er auch regelmäßig ans Sporttreiben. So war mein Gedanke dabei. Aber das war auch wirklich ganz schlimm, war total schwindelig nach diesem Sporterlebnis, es war auch kalt draußen und dann, jetzt ist es nicht mehr so, aber da hat alles gerasselt, da war alles zu spät und alles hat wehgetan. Jetzt schauen wir doch mal. So, kommen Sie auf den Rum? Ja, wir haben noch Verlängerungsstücke. Also ich lass mal locker, ich ziehe ja sonst immer ein. Also ich glaube, Ihr Bauchumfang in Zentimetern entspricht Ihrem Körpergewicht. Ich habe gehört, Sie sind 120 Kilo schwer. Ja. Der Bauchumfang ist 120 Zentimeter. Funktioniert das bei mir auch? Ja, wenn Sie das möchten. Sie haben nichts dagegen, dass ihr zuschaut. Nee, ach. Sie ist ganz froh, wenn hin und wieder mal einer Sie anschaut. Daheim ist ja nichts mehr los. Nun ja, das sind... 74. Wie ist denn Ihr Puls und Blutdruck? Holt mir mal die Blutdruckmanschette, liegt hinten drin im Kasten. Wir messen das mal, das können wir gleich machen. Das ist also ein ganz normaler Vorgang, den kann auch jeder zu Hause machen. Fertig. Wie sieht es denn aus? So. 195, nee, 159 zu 100. Aha, der Blutdruck und der Puls? 86. Das ist gut, dass wir es gemacht haben. Das machen wir als Erstuntersuchung. Und 159 zu 100 heißt, er ist ein Bluthochdruckler, weil der zweite Wert über 90 ist. Gut, das ist jetzt eine Messung. Wenn man das jetzt zählbar machen würde, käme aber immer ein Wert. Also er hat Bluthochdruck. Ja, ich habe gleich gesagt, irgendwas kommt mit Sicherheit. Ich habe es mir gleich gedacht. Und ihn auf die Strecke zu schicken, jetzt ohne Untersuchung, ohne EKG, das wäre natürlich fatal. Es muss ein EKG gemacht werden und vor allen Dingen auch ein Belastungs-EKG. Das ist ganz wichtig. Was ist mit meinen Knien und Gelenken? Ich habe ja ab und zu schon Schmerzen an den Knien, ne? Da bräuchte ich natürlich dann eine Untersuchung. Ja, dann machen wir doch mal die Untersuchung. Wir zwei gehen mal hinter verschlossene Türen. Und das Ergebnis werden wir dann hier gleich nochmal stolz präsentieren. Die Einzige, die dabei ist, ist die Lena, weil bei den Untersuchungen grundsätzlich bei uns immer eine Helferin dabei ist. Ja, wäre auch schade, wenn nicht. Ne? Wenn du das alleine wärst, ne? Ist schon klar. Also, ja. Haben Sie das große Glück, dass Sie sich das Elend nicht alleine anschauen müssen. Also, Lena, dann gehen wir mal zusammen los. So, und ich hoffe, jetzt geht gleich mal die Tür auf und Kunze und der Doktor kommen wieder rein. Da sind sie ja. Du siehst ja gar nicht so unglücklich aus. Das heißt jetzt was im Klartext? Ja, das wird der Herr Dr. Majewski schon persönlich sagen. Ja, ich habe mir also gründlich untersucht. Ich habe den Sportmedizin untersucht, habe den Bewegungsapparat untersucht. Und er ist, sagen wir mal, befriedigend.
Das heißt ja schon mal nicht ungenügend, weil das schon mal nicht schlecht ist. Also mit einer, das ist ja eine 3 und mit einer 3 kommt man sehr weit. Man kommt bis in die höchsten Ämter. Der einzige limitierende Faktor, und da hat er mir auch die Erlaubnis gegeben, darüber zu sprechen, sind seine Knie. Er hat eine angeborene Kniescheibenschwäche. Aha, so hier sieht das also aus. Sehr schön, das ist also hier die Kniescheibe. Die hängt zwischen Ober- und Unterschenkel. Und wenn das Knie angewinkelt wird, rutscht die Kniescheibe über diesen Knochen. Das heißt, wenn er bergauf oder bergab läuft, dann scheuert das. Ah. Normal ist die Rückfläche so glatt und so dick. Bei ihm ist die Rückfläche aufgeraut. Nicht ganz so schlimm wie hier. Das heißt, wenn der also jetzt wirklich cross laufen würde, rauf und runter, käme er nicht weit. Die Knie würden sich wundscheuern. Das heißt mit anderen Worten, Herr Dr. Majewski, wir sind noch zu keinem endgültigen Schluss gekommen, dass ich laufen kann. Ne? Also er hat noch kein grünes Licht. Also was muss jetzt noch gemacht werden, ein EKG? Es muss das Herz-Kreislauf-System überprüft werden, weil er einen Bluthochdruck hat. Mhm. Ja, der einfach jetzt durch die Zufallsuntersuchung sich herausgestellt hat. Und das muss nachgeprüft werden, warum hat er den? Oder war das nur eine vorübergehend, weil er aufgeregt ist, ja furchtbar aufgeregt. Nicht wahr? Das gehört ja mit dazu. Aber Nadja, die kann eigentlich schon direkt mit dem Training beginnen. Da haben Sie vollstes Vertrauen. Also es ist so, sie sieht so gesund aus, nicht wahr? Und nachdem ich hier so immensen Einsatz bei Ihnen gezeigt habe, braucht sie eigentlich vom ersten Blick her, traut mir das zu, zumal sie ja das regelmäßig macht. Es war ein sehr aufschlussreicher Vormittag. Der Dr. Majewski hat gesagt, er muss sich eine Zweitmeinung einholen. Also Nadja, ne? Ich bin untersucht worden, ich habe eine Knieschwäche, ich habe Bluthochdruck. Ich habe ja gleich gespürt, dass irgendwas da in mir ist, was mich davon abhält. Das ist, ich habe es gewusst. Das Wichtigste davon habe ich vergessen. Grundsätzlich kannst du anfangen, Sport zu machen, hat er gesagt. Das einzige Problem, was ich dabei nur sehe, er hat gesagt, du sollst anfangen, Fahrrad zu fahren. Aber das ist dir ja geklaut worden. Das stimmt. Da hätten wir wieder ein neues Problem. Wo ist eigentlich mein Fahrrad? Oder wer schenkt mir ein neues Fahrrad? Ja, also siehst, es ist ein Teufelskreis mit dem Sport. Man lässt es besser ganz sein. Aber wir holen jetzt erstmal die Zweitmeinung und dann werden wir ja sehen. Also noch ist nichts entschieden. Wo kriegen wir denn jetzt jemanden her, der mit dir ein EKG macht? Also heute auf jeden Fall nicht mehr. Bis dann. Tschüss.